Hi, ich bin Jonathan von Gute Wahl. Normalerweise stehe ich hinter der Kamera. Aber heute zeige ich dir, welche Sofortbildkamera am besten zu dir passt. Im Test haben wir 10 Kameras verglichen. Die 5 wichtigsten stelle ich dir jetzt vor. Den Testbericht zu allen anderen findest du auf gutewahl.de. Zuerst erkläre ich dir aber kurz, was der Unterschied zwischen digitalen und analogen Sofortbildkameras ist und warum der wichtig ist. Die beiden Kameras von Kodak, die Canon Sony Mini und die Polaroid Snap Touch sind reine digitale Kameras. Hier wird das Bild von einem digitalen Sensor aufgenommen und auf sogenanntes Sinkpapier gedruckt. Sink bedeutet Zero Ink, also keine Tinte, denn es wird nicht wie beim normalen Druck Tinte aufgetragen, sondern die Farbe ist schon im Papier enthalten und wird durch Wärme nur aktiviert. Die Bilder haben dadurch weniger den alten analogen Charme. Sie sehen pixeliger aus, haben manchmal Streifen und die Farben wirken nicht so lebendig. Dafür sind sie mit rund 70 Cent pro Bild um einiges günstiger als die klassische Methode. Die analogen Sofortbilder basieren auf einer chemischen Reaktion, die sofort nach dem Belichten des Films stattfindet. Sie verzichten auf einen digitalen Sensor, dementsprechend sehen die Fotos auch schön alt und natürlich aus. Alle Instax-Kameras und die Polaroid OneStep Plus produzieren Bilder auf diese Weise. Die Instax Mini Lee Play ist nochmal ein Sonderfall, dazu aber später mehr. Zuerst die Polaroid Snap Touch. Ihr macht in Sachen Bedienung und Funktionalität keiner was vor. Steuern kannst du sie über ein fast schon luxuriös großen 3,4 Zoll Touch-Display. Beim Anschalten klappen ein Blitz und ein sehr kleiner Selfie-Spiegel aus. Die Einstellmöglichkeiten kommen aber schon fast an eine große Digitalkamera heran. Du kannst den Weißabgleich manuell einstellen, Filter, Rahmen und Emojis hinzufügen, es gibt einen HDR-Modus und es sind sogar Filmaufnahmen in Full HD möglich. Mit der dazugehörigen App lassen sich sogar Bilder von deinem Handy drucken. Allerdings haben wir bei allen Drucken unschöne Streifen festgestellt. Mit der Polaroid Snap Touch hast du also eine Kamera mit sehr vielen Funktionen und Drucker in einem. Die beste Bildqualität unter den Sync-Kameras liefert unserer Meinung nach die Canon Zoe Mini S. Die Bilder sind scharf, gut belichtet und die Farben wirken natürlich. Dazu ist sie die leichteste und kompakteste Kamera. Auf der Vorderseite gibt es einen großen und sehr praktischen Selfie-Spiegel. Ansonsten ist die Bedienung an der Kamera simpel gehalten. Neben Auslöser und Einschaltknopf kannst du noch den Blitz einstellen, das Format auswählen und das Bild nochmal drucken. Das reicht für den Alltag völlig aus. Außerdem ist es mit der App ebenfalls möglich, Bilder vom Handy zu drucken und mit Filtern zu bearbeiten. Sie ist zwar eine der teuersten digitalen Sofortbildkameras in unserem Test, aber die Einfachheit und die schönen Bilder überzeugen uns. Der Klassiker unter den Sofortbildkameras, die Polaroid. Das Besondere an dem OneStep Plus Modell ist seine Bluetooth-Funktion. Damit lässt die Kamera sich in seiner sehr übersichtlichen App fernsteuern, selbst auslösen und die Belichtungszeit und Blende manuell einstellen. Außerdem gibt es einen Langzeit- und Doppelbelichtungsmodus, einen Geräuschauslöser und einen Porträtmodus. Damit bietet dir die hübsche App schon sehr viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Sonst ist die Kamera simpel und funktional gehalten. Das Gehäuse ist zwar Polaroid-typisch sehr klobig und schwer, dafür ist die Kamera einfach und unkompliziert zu bedienen. Auch hier lässt sich nochmal direkt am Gehäuse die Helligkeit anpassen. Die Bilder sind typisch quadratisch, haben einen großen Rahmen und Vintage-Charme. Dafür kostet ein Bild aber um die 1,70 Euro. Wenn dir einzelne Erinnerungen so viel wert sind, du gern die Kameraeinstellung kreativ ausschöpfst und Wert auf eine gewisse Retro-Qualität legst, ist diese moderne Polaroid-Kamera perfekt für dich. Die Instax Mini 9 ist nicht umsonst die beliebteste unter den Instax und unser Preis-Leistungs-Sieger. Denn sie ist günstig, sehr einfach gehalten und liefert trotzdem gute Bilder. Einmal das Objektiv ausgefahren, musst du nur die vorgeschlagenen Helligkeitseinstellungen wählen und kannst losknipsen. Simpel, aber ausreichend für schöne Erinnerungen. Dafür fehlen natürlich ein Selbstauslöser und andere kreative Features. Für scharfe Selfies gibt es auch noch eine Nahlinse und einen praktischen Selfie-Spiegel. Die Mini 9 ist perfekt, wenn du einfach und unkompliziert analoge Sofortbilder möchtest. Unser Testsieger ist die Instax Mini Lee Play. Sie ist eine wunderbar kompakte Hybridkamera mit einem komfortablen Display. Die Bilder werden chemisch entwickelt und haben den gewissen Vintage-Charme, obwohl sie von einem digitalen Sensor aufgenommen werden. Die Kamera ist klein, leicht und passt gut in die Tasche. Die Knöpfe sind intuitiv und sie liegt beim Fotografieren angenehm in der Hand. Eine besondere Funktion ist, dass du Fotos mit Ton aufzeichnen kannst
und die Datei über einen aufgedruckten QR-Code für jeden erlebbar machst. Ein großer Vorteil ist, dass du nicht jedes Bild, das du aufgenommen hast, auch drucken musst und über die App sogar Bilder von deinem Handy drucken kannst. Die Instax Mini Replay ist also Kamera und Drucker in einem. Über die App ist sie auch mit LiveView fernsteuerbar. Allerdings funktioniert das sehr rudimentär und verzögert. Ansonsten bietet die Kamera ähnliche Funktionen wie übliche Digitalkameras. In der Instax Mini Replay werden die Vorteile der digitalen und analogen Fotografie sehr gut vereint. Sie ist zwar recht teuer, wer aber analoge Bilder schätzt und gleichzeitig einen Drucker dazu möchte, ist damit sehr gut bedient. Wenn du mehr über die Kameras wissen willst, dann schau auf gutewahl.de. Da haben wir alles ausführlich beschrieben und eine Testtabelle. Alle Produkte haben wir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Fotografieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und haben eine sehr natürliche Farbe. Stimmt nicht.